bezeichne mich als Genussschmied. Und zwar deswegen, weil ich eigentlich mit allen, sag ich mal, Lebensmitteln gern arbeite. Ob das jetzt Mehl ist für Brot, ob das eben für die Kaffeebohnen ist. Also ich schmiede gerne als Lebensmittel besondere Erlebnisse. Im Endeffekt, bei mir geht es immer um den Geschmack. Das ist für mich ganz wichtig. Mit meinem Bäcker diskutiere ich oft. Er sagt, ah, das ist diesmal nicht so schön, sage, aber es ist so wahnsinnig gut. Das ist ein ganz eigenes Lächeln, wo niemandem was schmeckt. Das ist schwer zu beschreiben. Das ist einfach dieses Verschmitzte, wenn sich die Mundwinkel ein bisschen hinterziehen und dann so, so eine Zufriedenheit. Man merkt eine Zufriedenheit bei seinem Gegenüber. Das ist schön. Und eigentlich für uns das größte Kompliment ist das, wenn Kunden uns sagen, Maria, das schmeckt so wie bei der Oma oder schmeckt so wie daheim bei der Mama, weil im Endeffekt die beste Köchin für jeden ist das daheim. Und wenn man das abrufen kann, das ist eigentlich der größte Lohn, den man kriegen kann.